Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Blamieren oder Kassieren der Bundesliga-Serie hier auf dem Kanal. Heute der zweite, erste Versuch mit dem FC Ingolstadt. Ihr habt entschieden, wir werden einen zweiten, ersten Versuch wagen, nachdem wir im letzten Spiel zwar 6:1 aufs Maul bekommen haben, aber das Ganze abgebrochen wurde vom Gegner in der Nachspielzeit und dementsprechend nicht gewertet werden konnte. Dementsprechend ändert sich nichts. Wir starten durch im Turnier und zwar mit dem gleichen Team wie in der letzten Episode, welches wir hier nochmal bewundern können. Wir haben im Tor Kollege Nyland davor, Mate, Bregeri da Costa, Soares, also Danilo, Groß, Roger, Morales davor, Lex Hinterseher und Matthew Lecky. Allerdings wird es nicht einfacher, denn auch der erste Gegner in dieser Episode wird wieder sehr, sehr stark werden. Das kann ich euch jetzt schon mal garantieren. Das Champions Shield läuft schon, aber wir haben hier noch die erste Runde und starten rein in die Partie mit den traditionellen Schanzer-Trikots und zwar gegen folgendes Team. Sieht schon mal nicht so nice aus. Neuer, Boateng, Ramos, Bellerin, Jordi Alba, dazu Sergio Busquets, Iniesta, dazu noch Rakitic, Team of the Year, Modric und vorne Ronaldo und Messi. Es ging aber gut los. Roger mit dem Ball auf Hinterseher, Hinterseher nimmt den gut an, 1:0, Herr Woltki, zweite Spielminute, Ingolstadt in Führung und direkt mal die ersten 50.000 Euro auf unser Konto. Sehr, sehr gut gemacht, auf jeden Fall sowohl von Roger oder was da Costa, ich glaube es war Roger, der diesen Ball spielt, ja genau, als auch von Hinterseher, der erst annimmt, damit links rein, ballert, keine Chance für Neuer, dementsprechend nach den 850.000, die wir sowieso schon haben, 900.000 insgesamt, aber der Gegner kommt zurück, Luka Modric setzt sich klasse durch, Fernschuss und das kann er nun mal aus seiner Team of the Year Version, 11 Minuten durch und es steht 1:1. Das war natürlich der Auftakt einer Sturmserie meines Gegners. Er hat natürlich das deutlich bessere Team und da ist es schwer gegenzuhalten, zumal deine Spieler teilweise auch Mist bauen. Das werden wir im Laufe dieser Partie noch sehen. Jetzt erstmal Matthew Lecky, setzt sich klasse durch, auf Außenbahn gegen Sergio Ramos, geht in den 16er, macht das alles wunderbar, muss nur noch abschließen, muss ihn nur noch reinmachen, haut aber drüber. Sollte wohl nicht sein mit dem Tor vom Australier. Andere Seite, Lionel Messi mit der Flanke in die Mitte. Cristiano Ronaldo zum Glück mit dem Seitfallzieher. Deswegen vorbei. Das wäre sonst die 2:1 Führung gewesen. So haben wir weiterhin Chancen. Pascal Groß auf. Ja, Morales, der im letzten Spiel das Tor gemacht hat in der 90. Minute zum Ausgleich. Hier scheitert er und Roger, den muss er machen. Also sorry, aber den muss er machen. Den haut er daneben. Er macht ihn nicht rein. Und den muss er machen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Und dann kommt Ronaldo und gibt uns die Quittung. 2:1, 42. Minute. Ganz, ganz bitter. Normalerweise wäre das klare 2:1 für uns gewesen, aber so, naja, kassieren wir selber. Versuchen dann aber natürlich zurückzukommen. 52. Minute, langer Ball auf Stefan Lex, der da irgendwie rankommt, aber der ist nur schnell, kann weder dribbeln noch schießen und dementsprechend wird er dann zugestellt und kommt nicht mehr zum Abschluss. Ganz, ganz bitter, hätte der Ausgleich sein können. So ist das nicht. Wir versuchen es weiter. Nyland mit dem Ball nach außen, Groß mit dem Kopfball in die Mitte. Luka Modric, der Ball kommt zu Rakitic. Das ist jetzt gut gespielt vom Busquets. Rakitic und nochmal Luka Modric, der es versucht und Nyland mal mit einer guten Parade, die erste gute Aktion von unserem Keeper, aber es ist noch nicht vorbei, es geht nämlich weiter, das ist Danilo, der verliert den Ball gegen Iniesta, die Flanke in die Mitte, erstmal abgewehrt von Busquets und da kommt Hector Bellerin, was für ein Tor, ganz ehrlich, das hätte ich nicht erwartet vom Rechtsverteidiger von Arsenal, aber er haut das Ding rein und mit was für einer Präzision und was für ein geniales Tor, da darf man ja neidlos anerkennen, dass er das wunderbar gemacht hat, gar keine Frage, die geupgradete Karte des spanischen Rechtsverteidigers des 20-Jährigen, ja, scheint einiges drauf zu haben. Da muss man auch als neutraler, beziehungsweise ja eigentlich auch sogar ja voreingenommener Zuschauer, der ich ja nun mal bin, sagen, dass das wirklich genial gemacht war und dass ich dieses Tor gerne kassiere, denn das war wirklich wunderschön und dafür spielt man FIFA. Dummerweise sollte sowas mit dem Rechtsverteidiger Bellerin gar nicht funktionieren und deswegen liegen wir jetzt 3:1 hinten und es wird noch schlimmer. Guckt euch das mal an, Roger mit dem Ballverlust und Nyland kann den von Ronaldo gerade noch so halten, weil er zu schlecht geschossen war. Es sah aber nicht gut aus. Ich warf alles nach vorne, aber Ingolstadt war halt offensiv nicht so stark. Hinterseher, Lecky und auch Lex sind nicht die absolute Top-Dreier-Reihe. Das ist der Ball auf Da Costa, der im 16er spielt nochmal zurück. Und zwar auf Kachunga eingewechselt. Aber guck mal, was der macht. Es sollte nicht sein. Es war ganz, ganz schwach und zwar in jeglicher Hinsicht, denn es funktionierte einfach vom ja, Spielstil und vom Momentum, sage ich jetzt mal, her, überhaupt nicht. Es wollte einfach nicht sein. Stefan Lex mit dem Ball zurück. Auch der kommt wieder schlecht auf Kachunga. Aber Lecky ist nochmal da. Nochmal 50.000 für die Kasse. 950.000 haben wir damit jetzt insgesamt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Aber wir fliegen raus. Wir fliegen auch in dieser Partie wieder raus. Der zweite Versuch, beziehungsweise der zweite, erste Versuch. Wieder gewisslungen. Und ich habe mich entschieden, ich werde in dieser Episode direkt den nächsten wagen. Ich werde keine Downgrades vornehmen. Denn das war jetzt ganz, ganz bitter, zum zweiten Mal hintereinander mit Ingolstadt in der ersten Runde rauszufliegen. Und wir haben jetzt noch einen Versuch. Ja, normalerweise müssten wir 3 Downgrades machen, weil wir in der ersten Runde rausgeflogen sind und noch 3 verblieben waren. Keine Upgrades für die Schanzer. Und naja, ich weiß nicht. Das Risiko ist auch hoch, dass wir jetzt nicht mal ein Tor schießen, wenn wir sowieso nicht weiterkommen. Mal sehen, ob wir das machen. Von daher machen wir einfach gar keine Upgrades, sondern wechseln nur die Formation. Ja, ihr seht es hier übrigens, verloren, raus. Aber naja, Formationswechsel 4-2-3-1 jetzt. Auf der Doppel-6 mit Roger und mit Morales, der Vor mit Groß.
Vielleicht funktioniert es ja so, wir werden sehen. Der nächste Gegner allerdings wieder, ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, sehr, sehr stark. Kann man nichts gegen sagen. Ist ein Bundesliga-Team mit Lewandowski, mit Costa, mit Reus, mit Müller, mit Vidal, mit Götze, mit Hummels, mit Boateng. Ganz, ganz hohe Ratings dabei. Keines unter 81. Das ist schon sehr, sehr stark. Das ist eine Hausnummer und das wird für unser Team natürlich nicht viel einfacher. Allerdings ging es wieder richtig gut los. Stefan Lex auf der Außenbahn. Zieht in die Mitte, macht das an sich sehr gut. Und Roger ist im Rückraum vollkommen frei aus 8 Metern, macht das 1-0. Es sieht doch wieder gut aus plötzlich. Vielleicht schaffen wir es ja doch, in die zweite Runde einzuziehen. Vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwie noch. Ja, hier, Freunde, den Jackpot zu erhöhen, das Cash zu erhöhen und im Endeffekt den Wert unserer, ja, Mannschaft. Wir sind momentan bei 905.000, Entschuldigung, weil es ja 55.000 fürs Kopfballtor gibt. Hier die nächste große Chance, die nicht genutzt wurde. Dann die Ecke von Martin, der normalerweise drinstehen sollte. Und Roger mit dem Kopfballversuch, aber geklärt noch vor der Linie und auch neben dem Tor, sollte wohl nicht sein. Dann Abschluss von Nyland, ihr habt gesehen, wo ich ihn hinspielen wollte. Sicherlich nicht zu Douglas Costa, der spielt auf Lewandowski 1-1. Es sollte nicht sein mit dem FC Ingolstadt. Ich weiß nicht, was da los war. Der Ball sollte natürlich nicht nach links außen, sondern zum halb links außen stehenden Spieler. Aber das wollte Nyland nicht. Und dementsprechend 1-1. Versuchen natürlich direkt wieder nach vorne zu spielen. Klasse gemacht. Morales aber direkt in die Arme von Leno. Und weiter ging's über Groß. Setzt sich klasse durch. Der nächste Spieler, Boateng, geht dazwischen. Wir haben den Vorteil nicht auf unserer Seite. Jetzt haben wir ihn plötzlich doch. Groß macht's trotzdem alleine. Macht das 2-1. Wir sind wieder in Führung. Und das war verdient, Freunde. Es war wirklich verdient. Ingolstadt mit Herz und mit Kampf und schafft es tatsächlich hier, die 955.000 rauszuholen. Das heißt, selbst wenn wir es nicht schaffen, das hat sich schon mal gelohnt. Aber es sieht ja gut aus, wir führen ja immerhin. Jetzt müssen wir hinten nur defensiv sehr, sehr gut stehen. Das ist jetzt das Ziel, was wir haben. Leno zum zweiten Mal überwunden und es hätte sogar besser laufen können. Die nächste Gelegenheit, Roger mit der Flanke und Brejeri mit dem Kopfball. Knapp am Tor vorbei, es sollte nicht sein. Allerdings ging es gut weiter. Wieder Stefan Lex, der eine gute Partie macht auf der Außenbahn. Mit der Flankengelegenheit macht es erstmal alleine, dribbelt sich da klasse durch. Jetzt die Flanke in der Mitte. Da steht Morales, den muss er machen. Den macht er aber nicht. Knapp 50 Minuten durch. Und es stand weiterhin 2-1. Und dann kommt Arturo Vidal wie Bellerin gerade. Es soll einfach nicht sein. Das nächste Traumtor wieder ist Nyland chancenlos. Beziehungsweise kommen die an den Ball ran. Und der Chilene macht den Ausgleichstreffer für unseren Gegner. Wir haben es einfach momentan nicht mit den Gegnern. Viel zu stark für das Ingolstädter Team. Immer in der ersten Runde. Normalerweise hat man da passable Gegner, aber das ist ein Team und ein Gegner, der absolut uneinschätzbar war. Und dann auf der anderen Seite Groß mit der nächsten Chance. Leno ist schon wieder da. Es sollte einfach nicht sein. Und dann die andere Seite. Ball auf Arturo Vidal. Der versucht knapp am Tor vorbei. Und wir versuchen natürlich weiter nach vorne zu kommen. Aber die Ecke von Reus, die ist natürlich gefährlich. Er bringt sie nicht kurz, auch wenn er einen Spieler ranholt. Er schlägt sie lang rein. Da steht Mats Hummels. Keiner da. Kurze Ecke. Nyland ist nicht da. 3-2. 69. Es scheint gelaufen zu sein. Wir scheinen es nicht zu schaffen. Wir haben gut gespielt. Wir haben 2 Tore geschossen, aber der Gegner scheint zu stark zu sein mit seiner Mannschaft. Und die Ingolstädter Offensive und Defensive einfach zu inkompetent, um irgendwas zu stoppen. Nyland kommt da nicht mehr ran. Das kann man nicht verteidigen, diesen Eckball. Aber wir haben ja noch nicht Ende. Wir haben ja noch nicht Feierabend. Wir versuchen es weiter. Lukas Hinterseher. Wir sind in der 82. Schlussphase. Alles schon komplett exhausted. Keiner hat mehr Energie. Aber Hinterseher. Noch mit dem Ball auf Matthew Lecky. Der ist im 16er. Er versucht. Er macht das Tor. 3-3. Wir haben noch die Chance. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Vielleicht können wir in der nächsten Episode doch noch die nächsten Runden mitnehmen. Die zweite, dritte und vierte Runde vielleicht für den FC Ingolstadt. Wir haben auch so schon mal 955.000 schon mal zusammen. Das ist gar nicht so schlecht. Entschuldigung. Es sind sogar 1.050.000. Es sieht nicht schlecht aus. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Vielleicht schaffen wir es in die Verlängerung reinzukommen. Wir sind in der 89. Minute. Nochmal Marco Reus auf der Außenbahn. Nochmal die Chance für den Gegner. Die Flanke in die Mitte wird abgewehrt. Da steht Götze. Götze scheitert. Dann ist nochmal Götze da. Nyland klasse pariert. Und wir haben den Ball sicher. Wir können in die Verlängerung. Und in der Verlängerung haben wir nicht die nächste Chance, sondern noch eine regulären Spielzeit. Nochmal Matthew Lecky im 16er. Setzt sich klasse durch. Der Ball auf Groß steht mit dem Rücken zum Tor. Kann sie nicht mehr nutzen. Diese Chance wird direkt gefoult von Leno. Aber es zählt alles nicht. Dann Roger kommt auch nicht mehr ran. Es sollte nicht sein. Jetzt die Verlängerung. 98. Minute. Thomas Müller auf Thiago. Thiago mit dem Schussversuch, Nyland, klasse Parade, noch nicht der Gegentreffer, aber dann musste es natürlich wieder passieren. Vidal auf Außen, auf Douglas Costa und passt auf Brejeri, letztes Mal mit dem Eigentor und dieses Mal ist es wieder Brejeri, er macht es wieder und es ist wieder und es ist wieder das nächste Tor, es ist wieder das entscheidende Tor in dieser Partie, es ist das 3-4, nach 111 Minuten, ganz, ganz bitter, er macht mit der Brust selber rein, Nyland sieht auch nicht so gut aus. Aber das ist natürlich ultimativ beschissen. Wir werfen alles nach vorne. Cohen mittlerweile eingewechselt, versucht, zieht am Tor vorbei. Und weil wir alles nach vorne werfen, haben wir natürlich Lücken für den Gegner. Dann spielt er sogar auf Zeit mit seinem Team. Unglaublich bitter. Das ist quasi ein Armutszeugnis von diesem Gegner, dass er sich nicht gegen so ein Team weiter behaupten kann. Aber dann wird es natürlich noch bitterer. Ganz, ganz schwacher Pass. Und dann hier angeblich faul. Natürlich eigentlich beigespielt von Roger, aber es gibt den Freistoß. Und Freunde, der hat ein paar Schützen, die genial sind. Und dazu gehört Marco Reus, aber dazu gehört auch ein Linksfuß.
Und das ist natürlich David Alaba. Und es ist egal, es ist die 120 Minuten, es ist die Nachspielzeit. Und ich kann euch nur sagen, es wird der Todesstoß, es wird das 5:3, es ist die Entscheidung. Wir schaffen es auch im dritten Versuch. Zweiter, erster gescheitert, zweiter Versuch gescheitert. Wir schaffen es nicht zu gewinnen, wir schaffen es nicht über die erste Runde hinaus. Ingolstadt, es hat nicht sein sollen, es hat nicht sollen sein. Es ist zum zweiten Mal das Scheitern in dieser Episode und damit sind wir raus und damit müssen wir beenden mit einem ganz, ganz bitteren Budget, mit einem ganz, ganz bitteren Cashout. Wir schauen uns die Ergebnisse natürlich in der Übersicht an. Hier sehen wir es 3:5 und wir sind wieder aus dem Pokal ausgeschieden, was wir hier nochmal sehen können im Achtelfinale. Im Endeffekt 155.000 für das erste Spiel, Kopfballtor und zwei normale Tore. Insgesamt sind es nicht 1 Million, tut mir leid, sondern 1.005.000, aber das ist natürlich jetzt im Endeffekt auch nicht mehr so wichtig. Denn es ist ein ganz, ganz schwaches Ergebnis und es sollte einfach nicht sein mit Ingolstadt. Es tut mir leid für die Ingolstadt-Fans, ich habe es nicht besser machen können. Es sollte nicht sein, das Ingolstadt-Team lag mir nicht und wir haben ganz, ganz miese Gegner bekommen, eine ganz, ganz miese, zufällige Verteilung. Ich hoffe, die nächsten Episoden wird es wieder besser. Nächste Episode wird übrigens mit Hannover 96 kommen, das kann ich jetzt schon mal sagen, mit meiner Liebe. Mal sehen, wie es da laufen würde, ich bin gespannt. Es tut mir wirklich leid für Ingolstädter, aber lasst vielleicht eurer Mannschaft nochmal den Like da. Haut nochmal ein Like rein, aus Mitleid. Auch die Nicht-Ingolstädter-Fans für diesen Verein, damit wir am Ende nochmal den Bonus für diesen Verein bekommen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch so den Daumen nach oben da. Nicht nur für Ingolstadt, sondern auch für die Episode, für den Aufwand. Und für mich, weil ich zwei Spiele so bitter verloren habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.